Hallo Leute, hier ist eure Fancy. Es ist, also ich will jetzt nicht sagen, es ist stockduster, aber es ist schon düster auf unserem Flur. Ihr habt angeschaltet zu Live-Streiche. Ja, also ich werde jetzt als erstes mal in Wienes Zimmer gehen und gucken, wie sie im Schlaf aussieht. Das wird so lustig. Und danach gehe ich nochmal zu den Jungs. Okay, lass uns losgehen. Hier ist es gerade etwas heller. Aber jetzt sind wir in Wienes Zimmer. Ich öffne mal kurz die Tür. Offen. Okay. So. Man sieht sie jetzt nicht. Wartet mal. Tada. Das ist eben nicht. So sieht Venus aus, während sie schläft. Ich bin so cool, ne? Ich zeig euch die wichtigsten Geheimnisse. Was sieht sie dann an? Oh mein Gott, sie trägt das Kleid, was sie tagsüber trägt, zum Schlafen. Ich glaub's nicht. Naja, ich schieb sie mal schnell wieder in ihr Zimmer, bevor sie es checkt. Da bin ich wieder, Guys. Ah, jetzt gehen wir zu den Jungs. Ja, also ich möchte noch was zu Yolanda 01 Venus sagen. Ich weiß echt nicht, was du gegen mich hast. Ich bin da voll cool, ne? Also ich fühle mich total cool. Also ich bin total geil. Ich weiß gar nicht, was du gegen mich hast. Also wirklich jetzt. Ist mir ehrlich, wir könnten in einem Team arbeiten. Nach Drama Live, was ich gesehen habe, damit Venus auseinanderbringen und Venus und Cloud auseinanderbringen. Wir könnten in einem Team sein. Also, lass uns zu den Jungs gehen. Let's go. Na, na, na. Ach, hier ist es noch dunkler. Das sag ich euch. Man sieht mich kaum noch. Okay. Wartet, ich versuche zu klingeln. Ich meinte klopfen. Ja. Das ist Dude. Ich mach gerade Streiche-TV. Kommst du mit raus? Ja, warte. Du machst Streiche-TV? Ehrlich? Ja, und ich habe gerade Venus beim Schlafen gefilmt. Hast du noch irgendwelche News über die Jungs, damit ich sie verarschen kann? ich habe nichts. Ich verrate meine Jungs nicht. Nicht für dich. Oh, echt nicht? Okay, also. Ja. Wladimir steht noch auf sich. Das wusste ich bereits. Ich bin ja nicht dumm. Danke für deine Hilfe. Und du kannst abzischen. Okay, okay. Ich gehe ja schon. Ja. Ich habe die Jungs im Griff. So, Leute. Und jetzt, als letztes, stelle ich euch nochmal mein Haustier vor. Er hat sich echt verändert. Leute, schaut ihn an. Ich lege ihn mal hin. Er wird alt. Er wird braun. Er ist noch unten ein bisschen grün. Aber er wird braun. Er ist alt. Komm, geh weg. Ich gehe jetzt nochmal ins Licht, damit ihr meine Schönheit betrachten könnt. Ja, das war Fancy's Live-Streiche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, ich halte dich jetzt nur mit zwei Händen fest. Ja, und wie gesagt, ich weiß echt nicht, was du gegen mich hast. Wie von Uyulala 01. Ich bin doch voll cool, jetzt mal ehrlich. Ich finde mich voll geil. Vielleicht machst du mich ja deswegen nicht. Aber naja, du scheinst ja auch Venus nicht ganz so zu mögen. Aber deine Brille, die du jetzt hast, ist echt geil. Und ich hätte gerne einen Energy. Ich hätte auch gerne einen Energy Drink gehabt. Naja. Bis dann, Leute. Man sieht sich. Eure Fancy.